Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch als Nahrungsgrundlage und wollen sich rein pflanzlich ernähren. Der gelernte Fleischer Arnulf Donsmann hat diesen Trend frühzeitig erkannt. Vor 3 Monaten eröffnete er die erste vegetarische Metzgerei. Wie wär denn hier mit dem schönen lecker Stück Kürbisbraten, ne? Ja, gern, aber bitte nicht so zäh wie beim letzten Mal. Ja, ich glaube, die einen schönen Durst, Frau Warenat, ne? So. Jahrelange Erfahrung im schlachtenden Gewerbe setzte Donsmann erfolgreich auf das fleischlose Geschäft um und präsentiert heute eine interessante Produktpalette. Ob eine Reihe Rettich oder Wiener Möhrchen, das Sortiment der Metzgerei Donsmann ist vielseitig. Ja, auf die Idee mit der vegetarischen Metzgerei bin ich gekommen wie mein Vater. Der hat mir erzählt, damals im Krieg hatten wir nur Rinder zu fressen, ne? Ja, und das habe ich ausprobiert und seitdem ist mein Rindenjagdus der absolute Renner. Herrlich! Herrlich, sag ich schon. Aber Metzger Donsmann hat auch Feinde. Der Mörder ist immer der Gärtner! So ist erst kürzlich gegen die vegetarische Metzgerei eine radikale Gegenbewegung gegründet worden. Die Pflanzen sind die Freunde der Menschen! Soll man seine Freunde essen? Ich sage nein! Und jetzt ruft alle mit mir! Nein! Auch hinter dieser Tür wird Frevel gegen die Natur betrieben! Hört ihr nicht die armen Pflanzenkreaturen und ihre Seelen schreien? We shall eat someday. Aber Adolf Donsmann bleibt bei seiner Linie und hat sogar schon die nächste gewinnbringende Geschäftsidee. Sein neues Projekt, der Tabakladen für Nichtraucher. Zum wirklich letzten Weihnachtsfest dieses Jahrtausends will man dem geliebten Partner schon eine besondere Freude machen, meine Damen und Herren. Viele Ehemänner beglücken ihre Frauen deshalb mit etwas Selbstgebastelten. Zum Beispiel mit dem mühsam aufgebauten Lügengebäude rund um den Flirt auf der Weihnachtsfeier. Ob der Mann auf der Straße für das Weihnachtsfest überhaupt noch shoppen geht, das versuchen wir durch unsere Umfrage herauszubekommen. In der nicht rein. Komm jetzt. Nun komm. Los, komm doch jetzt. Entschuldigung, ich mache eine Umfrage zum Thema Weihnachtsshopping. Weihnachtsshopping? Wissen Sie was? Ich habe die Schnauze voll. Ewig dieses, kaufst du mir dies, kaufst du mir das, kaufst du mir jenes zu Weihnachten. Ja, auch bitte. Ja, es ist sehr stressig, mit Kindern einkaufen zu gehen, nicht wahr? Kinder? Wieso Kinder? Das ist meine Frau. Jetzt komm da raus. Darf ich Sie fragen, wie Sie mit dem Service im Weihnachtsgeschäft zufrieden sind? Gar nicht. Ich habe mir gestern den Schlips bei Ihnen gekauft. Hier ist der Kassenbon. Mhm. Der gefällt mir nicht mehr. Kann ich den umtauschen? Der gefällt Ihnen nicht mehr? Ja, kein Problem. Können Sie gerne einen neuen haben. Einen Augenblick bitte. So, hier ist Ihr neuer Kassenbon. Viel Spaß damit. Oh, lass laufen. Hallo. Ich habe gerade gesehen, Sie haben ein Geschenk gekauft. Ja, was ist das denn? Das ist was ganz Besonderes. Meine Frau näht sich nämlich Kleider selber. Das habe ich auch immer unterstützt. Ich habe immer Stoffe geschenkt. Das wurde irgendwann langweilig und dieses Jahr habe ich mir gedacht, schenkst du dir immer was ganz Besonderes. Aha, und was ist das? Das ist ein Nerz. Schönen Tag, mal eine Umfrage zum Thema Weihnachtsshopping. Sie machen hier den Verpackungsservice. Sehr professionell, muss ich sagen. Kann man sowas lernen? Ja, das kann man lernen. Also ich habe mich das ganze Jahr über darauf vorbereitet. Ich habe zu Hause alles eingepackt, was mir so in die Quere kam. Also Bücher, Haushaltswaren, Kleidung, alles, was das so war. Ich denke, jetzt bin ich gerüstet für das Weihnachtsgeschäft. So, jetzt muss ich aber Schluss machen. Ich habe Feierabend. Mhm. Da hinten kommt doch schon mein Mann. Nicht so ungut. Ja. Schönen Feierabend. Ja. Zurück zur Wochenshow.